Also dann. Ja, liebe Karin, schon lange nicht gehört und gesehen. Heute haben wir uns vereinbart, dass wir über die aktuelle Situation in Syrien uns wieder mal unterhalten wollen. Da ist ja in den letzten Wochen doch einiges in Bewegung gekommen. Es hat also mit den verschärften US-Sanktionen begonnen, mit dem Streit im UNO-Sicherheitsrat, wie viele Korridore nun wieder geöffnet werden sollen oder nicht geöffnet werden sollen. Und zum Höhepunkt hat gestern wiederum von den Freunden von Syrien eine Fundraising-Konferenz stattgefunden, die also ein Ergebnis von 6,9 Milliarden Euro gebracht hat. Und an dich als Deutsche die Gratulation, der größte Sponsor ist die Deutsche Bundesrepublik. So, aber beginnen wir doch zunächst einmal, bevor wir auf diese einzelnen Aspekte zu sprechen kommen, wie ist die Situation in Syrien aus deiner Sicht nach den verschärften US-Sanktionen? Also Syrien ist ja im letzten Monat, kann man sagen, gleich oder in den letzten Monaten seit März gleich von verschiedenen großen Problemen getroffen worden. Einerseits der Ausbruch dieser Coronavirus-Pandemie, der dazu geführt hat, dass das Leben praktisch zum Erliegen kam, das wirtschaftliche Leben und das Alltagsleben der Bevölkerung auch. Die Grenzen wurden geschlossen. Das hatte natürlich eine enorme Auswirkung auf die wirtschaftliche Situation im Land. Dann hat die Europäische Union die einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen Ende Mai um ein weiteres Jahr verlängert. Damit muss Syrien sich ja seit 2011 schon auseinandersetzen. Und dann kam eben halt Mitte Juni dieses Inkrafttreten des sogenannten CISA-Gesetzes der US-Administration gegen Syrien. Und schon im Vorfeld sind also die Preise in die Höhe gegangen. Verschiedene Fabriken haben ihre Produktion eingestellt, weil sie zu diesen hohen Preisen nicht mehr Rohstoffe einkaufen konnten, weil Geschäfte ihre Produkte nicht mehr eingekauft haben, weil, also das ist ja dann eine Abfolge von Handlungen und Maßnahmen und für die Bevölkerung ist das natürlich eine Katastrophe. Mhm. Das syrische Pfund hat enorm an Wert verloren und das Einzige, was eigentlich zum alten Preis zu bekommen ist, ist Brot aus den staatlichen Bäckereien. Mhm. Naja, also das heißt eigentlich, wie ja schon manche die neuen amerikanischen Maßnahmen bezeichnet haben, eigentlich ist es so weit, dass also die USA Syrien aushungern möchte. Also, ja, das ist, genau, das ist genau das, was passiert. Also aushungern, auch dadurch, dass es ist eine Abfolge von Dingen. Die Sanktionen zielen auf bestimmte Unternehmen, auf den Staat als Ganzes, vor allen Dingen auch auf die Zentralbank. Und die Zentralbank muss natürlich aktiv sein, damit Unternehmer theoretisch jedenfalls Produkte oder Rohstoffe einkaufen können, Ersatzteile, Maschinen, was auch immer gebraucht wird, weil das alles nicht funktioniert. Können keine Leute in Arbeit, in Lohn und Brot gebracht werden. Dadurch werden sie sozusagen zum Hunger verurteilt und sind arbeitslos. Also es ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Vielleicht doch, weil du das auch noch erwähnt hast, dass du ganz kurz auch erläuterst, wie die Pandemie Syrien betroffen hat. Ja, die Zahlen sind sehr niedrig. Also es sind, glaube ich, aktuell 220 oder 230 offiziell gemeldete Fälle von Erkrankten
Die Todeszahl liegt, glaube ich, noch immer im einstelligen Bereich. Und die Zahlen sind sehr gering, aber die Maßnahmen sind sehr streng, also die Regierung erlassen hat. Manche vermuten, weil es im Winter, also Dezember, Januar, eine enorme Grippewelle gegeben hat, dass vielleicht Syrien die Sache schon hinter sich hat, aber das ist nur eine Vermutung. Andere vermuten, die Zahlen des syrischen Gesundheitsamtes sind nicht korrekt, weil vielleicht zu wenig getestet wird, was gut möglich ist, weil ja die Mittel auch nicht vorhanden sind. Und es gibt nur sehr wenige Labors in Syrien, die überhaupt in der Lage sind, solche Untersuchungen vorzunehmen. Aber insgesamt sind die Zahlen sehr niedrig. Und die Lage hat sich auch jetzt wieder etwas gelockert. Also die Ausgangssperre besteht zwar noch über Nacht, aber die meisten Geschäfte haben wieder geöffnet. Und vor allen Dingen können die Syrer auch zwischen den Provinzen wieder hin und her fahren. Und das Leben insgesamt ist eigentlich wieder im Gange, aber noch immer unter großen Vorbehalten. Die Grenzen sind noch geschlossen. Ja. Gehen wir jetzt auf diese Frage ein, die auch zuletzt bei der UNO eine Rolle gespielt hat, einfach die Versorgung durch aus dem Norden durch diese humanitären Korridore. Es gibt offensichtlich zwei, die über die Türkei Richtung Idlib funktionieren und dann gab und gibt es, das ist ja dann gleich die Frage, weil darüber gibt es ja offensichtlich jetzt Dissens auch unter den Großmächten, gab es oder gibt es einen dritten Grenzübergang aus dem Irak. Kannst du das einmal schildern, wie diese Korridore in der Vergangenheit funktioniert haben, was, wohin, von wem geliefert wurde und wie jetzt die aktuelle Situation ist? Also es gab während des Krieges, ich glaube, das war 2015, wurde das erstmals in Kraft gesetzt, eine UN-Sicherheitsratsresolution, die gesagt hat, die Menschen in Gebieten unter Kontrolle von den bewaffneten Regierungsgegnern müssen humanitär versorgt werden. Und dafür hat man sozusagen die syrische Regierung beiseite geschoben. Also man hat gesagt, die syrische Regierung sorgt nicht genügend dafür und deswegen muss das von außen geschehen. Und das ist nur möglich mit einer UN-Sicherheitsratsresolution, weil es ja die staatliche Souveränität Syriens außer Kraft setzt. Also die ihre Grenzen in dem Fall nicht kontrollieren darf. Und zu dem Zeitpunkt wurden vier humanitäre Korridore aus dem Ausland geschaffen. Einer war von Jordanien nach Syrien für die Provinz Dera. Sie erinnern sich vielleicht, dass es ja dort auch eine starke bewaffnete aufständische Organisation gab. Es gab zwei Korridore aus der Türkei nach Idlib hinein. Und zwar einmal im Westen Idlibs über Bab al-Hawa und der andere Korridor war über Bab Salame, nördlich von Aleppo. Und es gab einen vierten Korridor, der kam aus dem Nordirak, al-Yarubia, in die Gebiete unter Kontrolle der syrischen Kurden. Und diese vier Korridore hatten Bestand bis zum letzten Jahr. Dann wurden zwei Korridore geschlossen, nämlich der aus Jordanien und der Korridor aus dem Nordirak, weil die syrische Regierung eben auch die Situation sehr viel mehr und besser unter Kontrolle hatte und so gesagt hat, es wird eben halt die Bevölkerung aus dem Inneren Syriens versorgt, mit Hilfe von UNO-Organisationen, mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und des syrischen arabischen Roten Halbmondes. Aber Idlib blieb aufrechterhalten, weil ja diese Situation in Idlib nach wie vor ungeklärt ist. Gibt es einen Antrag von Deutschland und von Belgien, zwei nichtständige Sicherheitsratsmitglieder, die sagen, diese beiden Korridore nach Idlib müssen für ein ganzes Jahr verlängert werden.
Die aktuelle Resolution läuft jetzt am 10. Juli aus. Also beide Korridore nach Idlib müssen für ein ganzes Jahr verlängert werden. Und es muss einen dritten Korridor geben, wieder aus dem Nordirak. Al-Yarubi soll wieder geöffnet werden, damit die Bevölkerung dort ausreichend unterstützt werden kann, im Nordosten des Landes. Als Begründung wird gesagt, es gibt jetzt diese Coronavirus-Pandemie und die Bevölkerung ist zusätzlich gefährdet dadurch. Ist es erforderlich, dass noch mehr medizinisches Material geliefert wird? Man spricht von mehr als 4 Millionen Menschen allein im Nordosten des Landes und nochmal 2 Millionen, die in der Region Idlib sein sollen. Also das sind die offiziellen Zahlen, auch der UNO. Und um die alle zu versorgen, braucht es also diese Korridore, und zwar nicht nur für wenige Monate, sondern für ein Jahr mindestens und auch darüber hinaus. Die Option will man sich auch aufrechterhalten. Syrien ist natürlich dagegen, also weil sie sagen, wir werden nicht gefragt, damit unterstützt man die bewaffneten Regierungsgegner. Das hilft. Also die humanitäre Notlage der Bevölkerung wird nicht abgestritten, aber man sagt, sie wird benutzt, um eben bestimmte politische Gruppierungen zu unterstützen, um auch innerhalb des Landes neue Grenzen aufzuziehen. Also wenn man sagt, Syrien kann nur bis dahin humanitär helfen und alles andere soll aus dem Ausland organisiert werden, damit will man natürlich auch die Souveränität der syrischen Regierung weiterhin einschränken und aus diesen Gebieten heraushalten. Und darum geht der Streit. Russland und China haben jetzt bei der letzten Sitzung, das war am 29. Juni, darauf hingewiesen, dass man frontübergreifende Maßnahmen innerhalb Syriens ergreifen sollte und dass die UNO und auch die Staaten, die ein Interesse an der Versorgung der Bevölkerung zeigen, also wie die EU und die USA ja auch, dass sie die syrische Regierung unterstützen sollen in der humanitären Versorgung der Bevölkerung innerhalb des Landes und nicht von außerhalb. Sie verweisen auf die staatliche Souveränität, auf die territoriale Integrität des Landes, auf das Völkerrecht, und dass man eben halt die Versorgung gewährleisten kann. Es gibt einige Beispiele jetzt in der letzten Zeit. Die Weltgesundheitsorganisation hat also große Mengen medizinisches Material in den Nordosten gebracht. Von Latakia, wo es am Hafen angekommen ist, hat man es durch das Land bis in den Nordosten gefahren, ohne Schwierigkeiten. Und auch die UNO ist mit dem syrisch-arabischen Roten Halbmond aktiv in Gebieten westlich von Aleppo, die bisher unter Kontrolle von bewaffneten Gruppen standen, die aber abgezogen sind und dort wird jetzt die Bevölkerung versorgt. Also es ist möglich, aber man muss auch den politischen Willen haben dafür. Ja, vielleicht wegen der gesamten Situation noch ein Sidestep, weil man spricht ja auch davon, dass in Wirklichkeit durch die schreckliche Versorgungslage oder sehr schlechte Versorgungslage in Syrien natürlich inzwischen auch der Libanon völlig mit betroffen ist. Der Libanon hat seine eigenen wirtschaftlichen Probleme. Es gab ja vor Ausbruch der Pandemie ja eigentlich schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Wie haben sich die verschärften US-Sanktionen zum Beispiel auch auf den Libanon ausgewirkt? Der Libanon ist betroffen, Jordanien ist betroffen, ja. Irak ist betroffen, selbst Golfstaaten, die den Kontakt mit Syrien wieder aufnehmen wollten. Die Gründe dafür seien mal dahingestellt, aber vor allen Dingen wirtschaftliche Kontakte wieder aufbauen wollten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch Oman. Auch die sind betroffen. Und explizit sagt es ja auch diese Erklärung des UN-Außenministeriums und Finanzministeriums, diese neuen Sanktionen richten sich gegen alle, die mit Syrien Handel treiben wollen. Und der Libanon und Syrien sind besonders eng miteinander verbunden, also historisch. Diese Grenzen
sind, also man kann das sehen, wenn man dort in Syrien oder auch im Libanon ist, in der Grenzregion, da gibt es so viel grenzüberschreitende Kontakte. Kinder aus den einen Dörfern fahren über die Grenze zu ihrer Schule in dem anderen Dorf. Und also man sagt ja auch, wenn es in Beirut regnet, dann spannt man in Damaskus den Schirm auf. So eng sind diese beiden Länder eben halt auch verbunden. Und ganz gezielt richten sich diese Sanktionen auch gegen den Libanon, weil Beirut als Flughafen und Tripoli als Hafen, auch Beirut als Hafen für die Versorgung des Libanon sehr wichtig sind. Es sind größere Häfen als zum Beispiel Latakia in Nordsyrien oder auch Tartus. Und sowohl für den Handel als auch für den Wiederaufbau ist der Libanon für Syrien einfach sehr wichtig. Und der Libanon hat sich darauf auch vorbereitet. Also um die eigene Wirtschaft wieder auf die Beine stellen zu können, hat man natürlich Kontakte geknüpft, um sich am Wiederaufbau beteiligen zu können, direkt oder indirekt, als Vermittler oder als Unternehmen, um in Syrien aktiv zu sein, in der Energiewirtschaft, in der Agrarwirtschaft, also die ganzen Bereiche, die wieder aufgebaut werden müssen. Und das wird durch diese Sanktionen, soll das gestoppt werden. Das ist eine ganz eindeutige Zielrichtung und das sagt die USA auch sehr offen. Ja. Du hast erwähnt, dass dieser Antrag im Sicherheitsrat von Deutschland und Belgien, also zwei europäischen Ländern, eingebracht wurde. Ist das irgendwie ein Anzeichen, dass es in Europa allmählich Überlegungen gibt, hier eine stärkere eigene Präsenz zu zeigen, oder ist das eine Überinterpretation? Ich denke nicht, dass das überinterpretiert ist. Nein, es ist sehr deutlich, auch wenn man den europäischen Vertretern, also vom Europarat, genau zuhört, dem außenpolitischen Beauftragten, Herrn Borrell oder auch Ursula von der Leyen, die Präsidentin, oder auch wenn man Angela Merkel hört oder Heiko Maas, den Außenminister Deutschlands, sie sagen sehr deutlich, dass Europa diese Krise der Coronavirus-Pandemie nutzen muss, um die eigene Position zu stärken. Und das betrifft Europa selber, das betrifft die Aufstellung Europas gegenüber den USA. Und das betrifft den Mittleren Osten, der ja aus europäischer Sicht, und deutsche Politiker haben das mehrfach gesagt, die Nachbarschaft ist von Europa. Stimmt ja auch. Das östliche Mittelmeer, also über das Mittelmeer ist die Levante, ist der Mittlere und Nahe Osten direkt mit Europa verbunden. Und man will eben in dieser Region mehr Kontrolle übernehmen und insofern das auch zeigen durch aktive Politik oder Initiativen, wie jetzt im UN-Sicherheitsrat oder wie mit der Europäischen Geberkonferenz, die jetzt gerade in Brüssel stattgefunden hat, beziehungsweise im Internet, aber über Brüssel organisiert wurde. Das ist vielleicht die letzte Frage dazu. Wofür genau werden diese Mittel aufgewendet? Also soweit ich weiß, werden die, ob die dann wirklich, ob zwischen Pledges und Auszahlungen ist ja bei solchen Aktivitäten immer eine gewisse Gap. Aber sagen wir einmal, soweit ich weiß, werden die in erster Linie an internationale Hilfsorganisationen gegeben. Ja, dieses Geld, das splittert sich auf, einmal in Zuschüsse oder Grants, also Spenden eigentlich, aber auch in Kredite. Also einiges Geld wird auch als Kredit vergeben. Die Empfänger, also das heißt ja, es ist für syrische Flüchtlinge, und Vertriebene innerhalb des Landes und in den Nachbarländern, Irak, Türkei, Libanon, Jordanien insbesondere, also die Nachbarländer Syriens, gehören zu den Hauptnutznießern
dieses ja. Geldsegens. Und einige, wie zum Beispiel die Türkei, erhalten eine bestimmte Summe, die sie selber verwalten für Maßnahmen, die in den Flüchtlingslagern vielleicht oder wo auch immer ergriffen werden für diese Bevölkerung, also für die syrischen Flüchtlinge. Andere Länder wie Jordanien oder der Libanon oder auch der Irak erhalten diese Gelder in geringerem Maße direkt, um eigene zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen vornehmen zu können, die erforderlich sind, um diese vielen Flüchtlinge zu versorgen. Straßen müssen gebaut werden, Schulen müssen gebaut werden, Krankenhäuser müssen gebaut werden. Dafür kann dieses Geld eingesetzt werden. Aber der Großteil des Geldes geht, wie eben gesagt, an private, staatliche und internationale Hilfsorganisationen der UNO, aber auch der Europäischen Union und der einzelnen Länder. Und diese humanitäre Hilfe ist ja mittlerweile auch ein Geschäft. Also viele Unternehmen werden einbezogen in der Sicherheitstechnologie, in der Gesundheitstechnologie, die eben halt dort mit einbezogen werden und davon auch profitieren. Ja. Was bei den Leuten letztendlich ankommt, müsste man mal ausrechnen. Vermutlich von diesen Milliarden Euro kommen lediglich bei den einzelnen Personen Centbeträge an. Ja, gut, aber es ist klar, weil da manchmal auch Verwirrung besteht, also kein Cent von diesen Milliarden geht jetzt für konkrete, sagen wir, Wiederaufprogramme in Syrien, weil da wäre ja dann die syrische Regierung oder offizielle syrische Stellen der Partner und das ist von diesen Freunden von Syrien ausgeschlossen, mehr oder minder, kann man das so sagen, ne? Ja. So, was Syrien als Staat betrifft, ist das richtig. Mhm. Für Syrien unter Kontrolle der syrischen Regierung, das ist heute sicherlich 70% des Landes, gibt es lediglich Nothilfe. Ja. Also Nothilfepakete mit Essen, Grundnahrungsmitteln, die verteilt werden an Bedürftige oder Inlandsvertriebene. Aber in den Ländern, die unter Kontrolle der bewaffneten Regierungsgegner sind, also in Idlib oder auch im Nordosten des Landes, werden durchaus Wiederaufbauprojekte unterstützt. Der Bau von Häusern, das Verlegen von Strom, das nennt man auch Stabilisierungshilfe. Also man sagt, man will diese Gebiete stabilisieren. Offiziell gegen den Islamischen Staat zum Beispiel oder gegen mehr bewaffnete Auseinandersetzungen in Idlib. Aber das ist das Interessante, dass es für Syrien sowas nicht gibt, aber für diese Gebiete, die also praktisch von der Türkei oder von den USA und ihren entsprechenden Kooperationspartnern in Syrien kontrolliert werden. Da gibt es durchaus auch Möglichkeiten des Wiederaufbaus. Gut, ich glaube, danke vielmals für das heutige Thema. Glaube ich, haben wir das ganz gut abgearbeitet. Ich darf nur auch noch etwas schon ankündigen, weil du hast das auch an mehreren Stellen deiner Ausführungen ja schon gesagt, es ist inzwischen ja nicht mehr so, dass Syrien Krisengebiet alleine ist, die gesamte Region, also bis zum Irak, Jordanien, sind davon mit betroffen. Wir werden daher, was wir schon vereinbart haben, wir werden daher in den nächsten Tagen oder Wochen, aber wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen, weitere Gespräche führen, um weitere Teilregionen des Nahen Ostens zu besprechen, weil inzwischen ist ja der gesamte Nahe Osten eigentlich schon eine Krisenregion von Nordafrika bis in die Golfstaaten. Wir werden, haben wir schon vereinbart, uns als nächstes, Termin kommt bald, über den Irak unterhalten, weil der Irak ja erstens ein großes Land ist,
von allen Krisen mit betroffen ist und ja vor der Pandemie ja auch schon in Wirklichkeit mit massiven inneren Unruhen konfrontiert war, die deren Ursachen ja nicht weg sind. In diesem Sinn für heute einmal herzlichen Dank, schöne Grüße nach Deutschland und wir werden uns sicher bald wiedersehen. Grüß dich, Servus, danke. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.